Wir sind eine komplette BMW-3er-Familie. Wir fahren ziemlich jedes Modell schon von 3er BMW. Der 3er ist für uns ein Teil der Familie. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, mit einem anderen Auto fahren. Wie ich das erste Mal im 3er gesessen bin, kann ich mich ganz gut erinnern. Das war ein Gefühl auf der Autobahn 220 dahin. Das ist ein Gefühl, das habe ich heute noch, wenn ich einsetze ins Auto. Das sportliche Fahren, das Handling ist einfach unverwechselbar. Ich bin ein BMW 3er-Fan, seit ich das erste Mal mit dem BMW von meinem Mann eingestiegen bin ins Gas und fortgeflitzt bin. Mein Mann hat mich sehr angesteckt, das ist schon wie infiziert. Der E30, das ist mein Alltagsfahrzeug und da habe ich gleich zwei davon. Dann habe ich noch einen 46 Kombi. Meine Frau hat einen E30 Cabrio und als Alltagsauto hat sie einen 46. Es ist ein schönes Auto, mein 3er Touring. Er geht einfach in die Kurven so richtig schön rein, wenn du ihn einlegst und ich fahre gern damit. Und meine Tochter, die haben einen E36 Kompakt besorgt. Ich bin seit meiner Kindheit, also seit ich denken kann, eigentlich ein BMW 3er-Fan, weil der Papa einfach immer einen BMW 3er gefahren hat und ich habe das als Kind schon immer bewundert, das Auto. Und was anderes als einen 3er zu fahren, wäre für mich irgendwie undenkbar. Ja, der S36 Kompakt, der ist für mich so einfach was Einzigartiges. Jede fährt aufs Neue, nur ich und mein 3er. Ich habe mir das System schon richtig zusammengestellt. Und als nächstes kommt der Sohn. Ich hoffe, dass er auch weiter BMW E30 fahren wird. Auch. Das kenne ich schon als Kind auf, der 3er. Das habe ich aufgenommen. Das ist ein schönes Auto. Ja, ich freue mich auf meinen Führerschein. Das Restaurieren, so Autos wieder auf einen scheinenden Zustand zu bringen, dass es zu meinem Hobby geworden. Ich mache das gern und ich widme jede freie Minute, was ist, gehe in meine Garage raus und schaue, dass meine 3er BMW in Schuss sind. Mein Sohn fängt mich zurzeit ein bisschen unterstützen an und es ist schön. Und der mit mir in der Werkstatt mithilft ein bisschen und ich brauche nicht alles allein halten, er schraubt da selber mit. Wir sind die Familie Roth und das ist unsere Geschichte.